Es geht weiter mit Let's Play Mega Man Star Force 2. Und wir sind nun im Bermuda-Labyrinth und scheinbar am Ende angelangt. Und jetzt heißt es, wir sollen mal hierher kommen, denn irgendwas sollte sein. Ich möchte mal ganz kurz noch die Karten etwas ändern, denn ich habe jetzt gerade so eine Befürchtung für etwas. Wir haben auch zum Beispiel Hard Note bekommen. Dafür mache ich, was mache ich dafür raus? Ja, Plesios Surf mache ich wieder raus. Obwohl, warum habe ich Taurus Fire noch drin? Weg damit. Dann mache ich dafür Kung Fu Kid rein. Warum habe ich den noch drin gehabt? Weil ich dachte, den hätte ich schon aussortiert. Na gut, ich will noch ein paar neue Sachen reinmachen. Grüner Teppich zum Beispiel. Ich denke mal, die Bodenwellen, die mache ich langsam raus. Auch weil so stark sind die jetzt auch nicht mehr mit den 120 Schaden. Auch interessant sein könnte. Nee, das ist nicht. Ja, das ist jetzt auch nicht so. Ah, okay, das greift den dann mit den maximalen GP. Auch nicht schlecht. Das ist halt so eine Art automatischer Angriff. Oh, Angriffskraft mal 2. Ich glaube, das mache ich mal rein. Das hört sich nicht schlecht an. Dann mache ich die letzte Bodenwelle dann raus. Da. Weil dann kann ich nämlich auch eine ganz neue Sternkarte wieder reinnehmen. Nur welche nehme ich dafür am besten? Ein paar Barriere hätten wir auch noch, aber die brauche ich jetzt nicht so dringend. Ach Mensch, ich wollte eigentlich sortieren. Kann man nicht irgendwie nach... ich glaube, man kann gar nicht nach Sternkarten sortieren. Jetzt würde ich dann einfach Plasma Gun 1 oder so nochmal... Und wir können die noch reinnehmen. Weil wir haben ja eh noch ein paar Mal Plasma Gun 2 drin. Machen wir das am besten so. Okay, ich speichere nochmal und... Weil ich habe jetzt die Befürchtung, dass jetzt etwas Bestimmtes passiert und da wollte ich ein bisschen vorbereitet sein. Ja, genau, nämlich ein Bosskampf. Und wow, das sieht interessant aus. Schon wieder dieses Symbol. Was ist das? Ich bin mir fast sicher, dass Vega nicht einen Weg unter dem Meer sucht. Ich spüre eine mächtige Präsenz in der Nähe. Hey, Kleiner. Was ist denn, Mega? Kannst du seine Präsenz denn nicht auch spüren? Ich glaube, er hat uns in eine Falle gelockt. Das ist dir zu spät aufgefallen. Wenn das jetzt die richtige... Der. Das war jetzt gar nicht Solo. Hollo. Du bist uns gefolgt. Gut gemacht, Hard Note. Dank deiner Fähigkeiten können wir jetzt endlich hierher kommen. Was ist das? Das, wonach wir gesucht haben, ist hier gefangen. Das Ding ist... der Kontinent Mu. Was? Der ganze Kontinent? Der Kontinent Mu? Es gibt ihn wirklich? Und der Schlüssel zur Freilassung von Mu bist du, Mega Man. Oder besser gesagt, das OOP-Art. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Endlich verstehe ich, was die Leute vorhatten. Ja, alles verläuft so, wie ich es geplant habe. Hard Note, wir sollten nicht nur, dass du dich uns anschließt, damit wir diesen Ort finden, sondern auch, weil wir wussten, dass du Mega Man hierher lockst. Das war der Plan. Und wie ihr seht, hat er perfekt funktioniert. Zuerst werde ich euch beide erledigen. Dann werde ich Mu mit dem OOP-Art freilassen. Bleib zurück, Sonja. Du hast sie benutzt und ihr wehgetan. Du hast mit unserem Connex gespielt. Hollow, für dich wird es kein Morgen mehr geben. Na schön. Halt dich bloß nicht zurück, wenn du gegen mich kämpfst, Mega Man. Genau, der Kampf gegen Hollow. Vor dem hatte ich ein bisschen Angst. Und der ist echt gar nicht mal so leicht. Oh, ich hätte noch Panels mitnehmen sollen, denn der hat hier so solche 6 Panels, denn der Kampf ist eh ein bisschen besonders, weil der hat so eine kleine Besonderheit, weil der kann im Kampf Gegner heraufspawnen, die er auch noch gegen uns einsetzen kann. Deswegen ist es eigentlich gedacht, dass man, wenn man gegen den kämpft, auch alle möglichen Panels einfach einpackt. Und er kann auch Barrieren benutzen, also das ist schon ein ziemlich mächtiger Gegner. Ich meine das vom Typ Elektro, aber ich bin jetzt auch nicht ganz so sicher. Was ist das? Egal, ich will es nicht wissen. Ich weiß nicht, ob das neutral ist oder Elektro. Ja, aber komm, der hat eine Elektrobarriere, das sagt alles. Oh,
Genau, und er kann so eine Art finsteren Strahl machen. Aber ich kann seine Panels lahmlegen. Geil. Und ihm noch Schaden reinwürgen. Ah, und tatsächlich, der ist vom Typ Elektro. Eindeutig. Ich habe auch noch eine Bodenwelle 2 drin gehabt. Okay. Oh, da kann... Ey, das hat er voll von Crown Thunder geklaut aus dem ersten Teil der Secret Boss. Okay, Kung Fu Kid. Der bewegt sich doch auf so Panels, wie ich das verstanden habe. Und der fährt sich mal so dunkel. Das hat irgendwie was. Oh ja, genau. Das ist ziemlich mächtig gegen den. Und das verwirrt auch noch. Und ich würde sagen, das war's mit dir. Was? Oh, hat er seine Trumpfkarte noch im letzten Moment benutzt. Aber jetzt können wir unseren Angriff verdoppeln. Nee, ich will das hier machen. Komm. Warum kann ich keinen Schaden mehr gegen den machen? Weil irgendwie führt es immer dazu, dass alles abgeblockt wird. Oh komm, damit dagegen kann er sich nicht mehr wehren. Oh, kann er doch. Ey, der... Ey, komm. Ich verkacke doch jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. So, tschüss. Das war jetzt mega scheiße. Aber okay, ich hätte eh keine Karte bekommen können. Also ist mir das egal, wie ich mich angestellt habe. Ich habe bei meiner Mission versagt. Ich kann es mir nicht erlauben, noch mehr Köpfe zu verlieren. Okay, der ist, glaube ich, geflohen oder ist er tot? Er ist entkommen. Na, okay. Gio, ist alles okay? Ja, ich denke schon. Gut, das war alles meine Schuld, Gio. Und wenn du wegen mir verletzt worden wärst... Sonja. Hä? Schon wieder so dunkel? Ich spüre etwas. Ja, gar kein Zweifel. Das ist er. Oh. Wir haben doch gerade erst Solo besiegt. Solo? Und gegen den haben wir ja sowieso gar keine Chance. Nein, der will uns jetzt hier ehrlich ownen. Gio, du solltest hier verschwinden. Bist du verrückt? Ich werde dich nicht verlassen. Er ist viel mächtiger als zuvor. Selbst zusammen hätten wir beide keine Chance. Ja, deswegen sollen wir doch, um unsere Chance zumindest ein bisschen zu erhöhen. Deshalb musst du gehen. Sonja! Jemanden beschützen? Schon bei dem Gedanken wird mir speiübel. Hinfort mit dir! Ja, das hört sich nicht gut an. Aber wir haben jetzt... Okay, wir wurden wenigstens geheilt. Sonja, du musst das nicht tun. Wir müssen zusammen von hier verschwinden. Ja, Hollow war ja schon ein ziemliches Arschloch. Aber jetzt können wir uns auch nochmal direkt mit Solo begnügen. Ist kein Scherz. Der kommt jetzt wirklich direkt hier nach. Ich mache jetzt erstmal die ganzen Plasma Gun 1 raus und ersetze die durch Plasma Gun 2. Wo habe ich die denn? Hier, das ist Plasma Gun 1. Habe ich da überhaupt noch welche von? Ja, habe ich. Gut. Achso, okay, habe ich schon 3 Stück von. Ansonsten, was mache ich noch rein? Ich mache mal wieder unsichtbar rein, weil ich glaube, das lohnt sich doch ganz gut. Und sonst, Angriffspanel, nee. Oh, das wird doch richtig sortiert nach der Sterne und so. Hinterhältig Panel war jetzt auch nicht so das Beste. Wir werden da noch so ein paar neue Sachen bekommen, die ich jetzt auch noch gar nicht wirklich reingemacht habe. Und zwar hier ganz oben. Tanzfeuer könnte ich mal ausprobieren, aber ich guck mal, was wir sonst noch so haben. Radarrakete 2 wäre jetzt auch nicht schlecht, aber ich mach das mal rein. Vollends gegen Solo, falls wir jetzt doch mal gegen den kämpfen müssen, wäre ziemlich nice. Okay, Elektrohieb, haben wir da noch Platz für eins? Das wäre nämlich ziemlich gut. Ich glaube, da habe ich jetzt echt nur 2 Stück von reingemacht. Voltauge 2 oder so wäre auch mal geil. Okay, habe ich schon 3-mal. Ja, okay, wir sollten eigentlich ganz gut vorbereitet sein. Ich speichere nochmal. Und wenn ich mich nicht irre, dürfen wir uns jetzt direkt im nächsten Bosskampf stellen. Der um einiges schwieriger ist. Denn man kann sich denken, Sonja hat es nicht geschafft. Sonja! Sag doch etwas.
Nein. Leute wie ihr labern ständig von Bindungen und Verbindungen. Aber ihr könnt nicht selbstständig machen. Jetzt seht ihr, was ihr davon habt. Was ihr passiert ist, beweist, dass ich recht habe. Die Schwachen werden nicht stark, indem sie sich zusammentun. Euer Konnex hat nichts zu bedeuten. Ja. Sieh dich an. Sieh dein Gesicht an. Bist du frustriert oder vielleicht traurig? Jemand anderes wird verletzt und das macht dich traurig? Ja, ich bin traurig. Sonja ist meine Freundin. Natürlich macht es mich traurig, wenn meinen Freunden etwas zustößt. Das ist nicht einfach irgendjemand. Da wird jemand verletzt, der mir wichtiger ist als ich selbst. So viel bedeutet sie mir. Und nichts auf der Welt macht mich trauriger, als sie leiden zu sehen. Weißt du, seit unserer ersten Begegnung hast du dich gar nicht verändert. Hä? Wovon redest du da? Immer laberst du von Freunden, Bindungen und dem Konnex. Und egal wie oft ich mich nicht umhaue, immer stehst du wieder auf und schwafelst denselben alten Unfug. Was du daraus sagst, nein, deine bloße Existenz nervt total. Da kocht mir mein Blut über. Ich hasse alles, wofür du stehst. Warum hast du mich? Warum hast du den Konnex? Das willst du wissen? Na schön, ich werde es dir sagen. Es liegt daran, dass ich allein bin. Was? Ich bin der Einzige, der noch lebt. Der letzte Überlebende von Mu. Mu? Der letzte? Oh, okay. In meinen Venen pulsiert das Blut von Mu. Das hab nur noch ich. Von jüngster Kindheit an hatte ich die Fähigkeit, EM-Wellen zu sehen. Und Teil meines Arms war ein Relikt von Mu, der Star Carrier. Ach, und deswegen hat er auch Zugriff auf diese fortgeschrittene Technik. Weil es hieß ja schon länger, dass Mu uns irgendwie weiter voraus war, aber die Menschen den Fortschritt praktisch nie so richtig mitbekommen haben. Mit ihm konnte ich EM-Wellen ändern. Das Komische ist nur, ist das nicht schon seit Jahrtausenden Vergangenheit mit Mu? Oder seit Jahrhunderten? Ist er jetzt so alt, oder? Okay, warum hauen die alle ab vor ihm? Die Leute haben mich wie ein Monster, wie eine Art Monster behandelt. Jeder, dem ich begegnet bin, dachte, er müsste Angst vor mir haben. Das ist echt scheiße. Und jetzt? Und dann haben sie einfach damit begonnen, mich anzugreifen. Was sind das denn für Assis? Man kann jetzt aber wenigstens verstehen, warum der sich eben von anderen Menschen so fernhält. Und das haben sie immer in Gruppen gemacht. Ist auch so, immer in Gruppen. Alleine sind sie nett, aber mehreren sind das die größten Arschlöcher. Also bestimmte Leute. Sie haben sich immer zusammengerottet, um mich zu attackieren. Okay, was passiert jetzt? Als Gruppe haben sie sich an mich herangewagt. Aber jeder für sich allein war ein Feigling. Man kann jetzt wenigstens seinen Zorn etwas verstehen und man versteht auch, warum der Mu zurückhaben will. Also warum er Vega hilft, weil natürlich der will sein Volk irgendwie wiedersehen, weil der merkt, dass ja, dass die Menschen ihn alle halt nur hassen oder ihn ignorieren oder ihn nur fertig machen wollen. Sie waren schwach, deshalb haben sie sich ausgerottet. Obwohl jeder einzelne von ihnen jämmerlich war, hielten sie sich für unschlagbar, solange sie als Gruppe unterwegs waren. Ich kann ihn jetzt sogar etwas verstehen, muss ich sagen. Ich brauche keine Gruppe. Ich bin stark genug. Ja, nur das Problem ist, aber wenn der Lady Vega hilft, die scheint ja ein bisschen mehr vorzuhaben. Also es sieht so aus, es scheint ja schon mehr so Herrschaftsgedanken zu haben. Und er will eben nur seinen Kontinent wieder haben, was ja auch völlig okay ist, denke ich mal. Es sei denn, es zieht noch irgendwelche Folgen mit sich. Das wurde jetzt ja auch noch nicht so genau erläutert. Ich hasse den Konnex. Er ist mein Feind.
Die geringe Macht von Konix und Freundschaft zu zeigen, ist mein Ziel. Ich habe meinen Vater verloren. Was hat das denn damit zu tun? Als ich meinen Vater verloren hatte, beschloss ich, nie wieder wegen jemandem traurig sein zu wollen. Also schwor ich, nie wieder jemanden an mich heranzulassen. Ich war genau wie du. Ich habe alles getan, um die Leute zu meiden. Doch dann habe ich mich mit jemandem angefreundet, mit Sonja. Eine Bindung hat sich zwischen uns entwickelt. Sie hat mir gezeigt, was es bedeutet, Freunde zu haben. Deshalb möchte ich meine Freunde nicht verlieren. Ich werde sie beschützen. Ja! Oh, Saiyajin! Ich weiß, dass du stark bist, aber zu sagen, dass du niemanden brauchst, da unterscheiden wir beide uns. Dank Sonja habe ich erkannt, dass ich falsch lag. Freundschaften zu meiden und den Konix zu hassen, ist falsch. Dieses Mal werde ich dir zeigen, wie sehr du dich täuscht. Du hast Freundschaft, du hast den Konix. Aber das macht dich schwach. Na schön. Konix, du! Mein Sieg wird dir zeigen, wie jämmerlich diese beiden Dinge sind. Na gut, tatsächlich ein weiterer Bosskampf direkt nach Hollow. Nur, ich hoffe, dass wir diesmal mehr ausrichten können, weil beim letzten Mal hat es ja nicht so geklappt. Aber wir haben jetzt ja auch jetzt gerade diese Kraft der Serker wieder in uns entwickelt. So, nimm das und das. Haben wir schon mal 300 Schaden direkt ausgeteilt. Sehr gut. Aber diese Barriere wirkt sich trotzdem noch ab und zu. Aber glaub mir, da kommt gleich noch was. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, voll die krasse Mega-Kombo. Denn, ja, das macht ja nochmal ordentlich Schaden. So, perfekt. Und nochmal. Und nimm das. Ja. Jetzt passiert das. Er hat eine fucking Klinge. Und hat jetzt damit noch eine ganz neue Kombination. Der hat jetzt gerade unsere Barriere übrigens weggemacht. Was nicht so toll ist. Aber wir haben ihn gleich klein bekommen. Ich habe damals so krasse Probleme mit dem gehabt. Ah, oh, natürlich der. Ach, ich glaube immer der erste Angriff, den. Ja, und jetzt geht er. Der geht jetzt voll ab. Der geht so krass ab. Das ist schon nicht mehr feierlich. Okay, aber ich glaube, wir können den noch aufhalten. Kung Fu Kid ist vor allem ziemlich gut, vor allem weil es jetzt auch noch verstärkt wird. Ich glaube immer den ersten Angriff, den kann er immer, immer ableiten, dass er praktisch nicht getroffen wird. Da nochmal grünen Teppich. Ach man. Oh Gott. Ich muss ja mehr mit Verteidigung arbeiten, glaube ich. Komm schon. Nice. Ach, ich vergesse immer, dass er den. Oh. Okay. Lange mache ich es nicht mehr. Ach komm, Yeti Blizzard. Ich muss jetzt einmal angreifen, um dann die Barriere zu aktivieren. Perfekt. Jetzt muss er nur noch einmal getroffen werden. Und das war's. Perfekt. Wow. Der eigentlich schon so ziemlich der bisher härteste Boss jetzt, vor allem wegen der zweiten Phase. Haben wir jetzt echt Glück gehabt. Und damit zerbricht seine Barriere. Ja. Nein. Meine EM-Barriere. Sie ist nutzlos gegen den Konix. Das kann nicht sein. Du bist stark. Viel stärker als ich. Doch ich habe Pace, Bud, Zack und Sonja. Sie sind alle für mich da, damit ich kämpfen kann. Auf mich allein gestellt bin ich nichts als ein Schwächling. Doch da ich sie habe, habe ich die Kraft, dich zu besiegen. Ich wollte gerade sagen, sie zu besiegen, aber das würde irgendwie ein bisschen unpassend sein. Das bedeutet mir nichts. So, also, so, Sonja. Oh, jetzt sind wir alle tot. Eine wunderbare Geschichte. Okay. Jetzt auch noch gegen den, oder was? Halt! Sie haben mir nachspioniert. Ich habe sie gesehen, stimmt. Wow, die haben jetzt tatsächlich alle drei hintereinander zusammengearbeitet. Nur um jetzt das OP-A zu holen oder so. Ich habe sie gesehen, stimmt. Und ich habe gewartet, bis Mega Man so schwach war, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Nö. Das sieht nicht gut für uns aus. Du bist so schwach.
dir das OP-Art abzunehmen, wird ein Kinderspiel. Deswegen hat es auch die ersten 5 Male so gut geklappt. Und jetzt zum Höhepunkt des Drehbuchs. Du kennst die Szene. Die Szene, in der ich dir das OP-Art wegnehme. Ja! Oh, er hat's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Woran Hollow und Solo gescheitert sind, habe ich geschafft. Auch wenn ich's nur durch deren Hilfe überhaupt erst geschafft habe. Jetzt wird Lady Vega nicht mehr von mir enttäuscht sein. Wunderbar. Das ist das beste Drehbuch, das je geschrieben wurde. Das ist natürlich jetzt blöd. Die haben jetzt den Standpunkt und das OP-Art. Das OP-Art. Was ist passiert? Ein paar Tage später. Verdammt, die haben jetzt eigentlich alles, was sie brauchen. Endlich gehört mir das OP-Art. Gut gemacht, Hyde. War mir ein Vergnügen. Sag mal, wie geht es Hollow? Ist er in Ordnung? Seine Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Er kuriert derzeit seine Wunden. Na schön. Wie auch immer, das OP-Art gehört jetzt mir. Endlich wird mein jahrelang gehegter Traum in Erfüllung gehen. Sie meinen die Wiedergeburt von Mo? Ja, es hat lange gedauert, um an diesen Punkt zu gelangen. Kaum zu fassen, dass alles mit dem Fund jener Relikte begonnen hat. Okay, das sind diese Murianer. Sie waren das Einzige, was von Mu übrig war. Als ich den alten Star Carrier gefunden habe, die ich euch gab, da wusste ich, dass die Macht von Mu alles übertraf, was wir heute besitzen. Mu war nicht irgendeine alte Kultur. Sie waren absolute Meister der EM-Wellen und benutzten sie, um die bekannte Welt zu erobern. Und jetzt bringen wir sie zurück. Als das Neo-Mu-Imperium. Und sobald sie Mu wiederbelebt haben, erobern sie diese Welt. Diese Welt. Es gibt Millionen Narren und nur wenige Personen mit wahrer Intelligenz. Deshalb müssen die wahrhaft Intelligenten die Schwachen regieren. Nur so können sie jemals glücklich werden. Das ist ein interessanter Ansatz, aber dann stellt sich wieder die Frage, ab wann ist man intelligent und ab wann ist man dumm und so Sachen halt. Und allgemein, dass halt wieder richtig ist, dass es überhaupt so einen Herrscher geben soll in der Art. Und naja, Imperium sagt wohl alles und das scheint wohl nicht so gut zu sein. Sie schreiben ein tolles Drehbuch, Lady Vega. Halt, ich habe dir noch nicht mein wahres Ich offenbart, doch als Belohnung für die Beschaffung des OP-Arts. Oh, jetzt sehen wir mal, wie sie wirklich aussieht. Ja, eigentlich wie eine ganz normale Frau. Oh, sie ehren jemanden wie mich, indem sie ihr wahres Ich zeigen? Ja, so sieht sie aus. Das ist der letzte Akt. Bist du bereit? Sie sieht aus wie eine vollbeschminkte, ja, typische Asiatin, sag ich mal. Jetzt gar nicht so ein mega badass schurkisches Design oder so, sondern ja, sieht mehr so normal aus. Aber na gut, muss ja auch nicht mal so übertrieben sein. Ich benötige nur Menschen von gewisser Intelligenz. Enttäusche mich jetzt nicht. Wie sie wünschen. Ja, will er jetzt alle möglichen Professoren holen oder was? Obwohl, es sei denn, wie gesagt, was sie wieder unter Intelligenz versteht. Intelligenz ist jetzt ja nicht wieder gleichzusetzen mit so, weiß nicht, so, oh, er kann Mathe oder oh, er ist ein Professor da und darin. Sondern ja auch in anderen Werten. Ist eine Frage, was sie nur darunter versteht. Naja, aber wenn ich schon sage, die hält Millionen von Menschen für dumm, dann ist sie wohl da ziemlich intolerant. Und sucht sich wirklich wohl nur die Besten aus. Lass uns jetzt gehen. Wir werden Mo zurückbringen. Ja, das hört sich echt nicht gut an. Nö, ja. Ist er aus dem Bett gefallen? Nee, doch nicht. Wo? Ach schön, du bist wach. Face? Was mache ich denn hier? Erinnerst du dich nicht?
als du nach Echoberg zurückgekehrt bist, warst du völlig ramponiert. Dann hast du das Bewusstsein verloren und jetzt bist du wach. Jetzt erinnere ich mich. Sonja, wo ist sie? Sie hat dich nach Hause getragen. Sie liegt jetzt im Krankenhaus. Sie war in noch schlimmerer Verfassung als du. Sie ist im Krankenhaus? Ist sie in Ordnung? Sag's mir. Ihr Zustand ist sehr kritisch. Nein. Zack und Boot sind auf dem Weg zu ihr ins Krankenhaus. Wir dürfen bald etwas von ihr hören. Okay, eine Message. Da ist das Telefon. Öffnen. Oh, Butt. Butt, wie geht es Sonja? Ist alles klar? Gio, du bist aufgewacht. Das ist gut. Wir sind unterwegs, um Sonja zu besuchen. Oh. Du musst jetzt sofort den Fernseher einschalten. Du wirst nicht glauben, was gerade geschieht. Das hört sich gar nicht gut an. Was ist los? Beeil dich, Kleiner. Achso, beeil dich, Kleiner. Ich will sehen, was los ist. Dann machen wir das mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also Fernseh an. Piep. Wer spricht denn da? Seid gegrüßt, ihr Einfaltpinsel. Okay, die tritt schon schneller in Tat als gedacht. Und wie konnte sie die ganzen Leitungen für sich beanspruchen? Ich bin Vega. Man nennt mich auch die künftige Herrscherin der Erde. Na gut, die bringt schnell auf den Punkt. Das ist Vega. Sie ist Hides Boss. Tatsächlich, die ist überall. Auf allen Kanälen läuft dasselbe. Ich muss sagen, die erinnert mich so ein bisschen an die Kyoshi-Krieger aus Avatar. Eine weiße Schminke, rotes an den, über den Augen, hat so ein bisschen was davon. Sie muss sich in die EM-Wellenquellen eingeklinkt haben. Natürlich habe ich nicht vor, einfach so in diese Rolle zu schlüpfen. Ich weiß, ihr werdet mir nicht einfach so von Anfang an gehorchen. Deshalb werde ich euch zeigen, dass Widerstand zwecklos ist. Und zwar, da hat ein Punkt gefehlt, und zwar mit einer Demonstration, die sogar die Dümmsten von euch verstehen. Ich werde die Kraft jener legendären Zivilisation entfesseln. Wenn ihr schwachen und dummen Kreaturen meine neue Macht seht, zum Glück, ja, okay, eine neue Macht, also doch keine alte, okay. Werdet ihr erkennen, dass ihr euch mir nicht widersetzen könnt und dass ich über euch alle herrschen werde? Hab ich's nicht gesagt? Sie versucht Mu wieder zu beleben. Naja, das war mal eine ziemlich direkte Ansage. Telefonieren. Öffnen. Gio, gut, wie geht es Sonja? Tja, es geht hier immer noch sehr schlecht, aber sie muss dich sprechen. Gio, Sonja, bist du okay? Ich bin okay, mach dir keine Sorgen um mich. Du musst mir zuhören. Wenn es Vega gelingt, Mu wiederzubeleben, das wäre das Ende dieses Planeten. Gio, nur du kannst sie aufhalten. Du bist der Einzige. Okay, du hast mir alles Nötige gesagt. Red nicht mehr weiter, du brauchst Ruhe. Ich glaube, sie hat sich das OP-Art aus den Tiefen des Bermuda-Labyrinths geholt. Aus den Tiefen von mir eigentlich. Du musst sie aufhalten. Beziehungsweise sie hat Mu aus den Tiefen rausgeholt. Ich glaube, das war jetzt gerade so ein kleiner Fehler. Megaman, du bist mein Held. Sonja, antworte mir. Leute, Butt, Zack, was ist los? Mist. Ich glaube, Sonja hat das Bewusstsein verloren. Halte durch, Sonja. Wir werden Hilfe holen. Doktor, Schwester, irgendjemand. Wir brauchen Hilfe. Piep. Ich muss ins Krankenhaus. Okay. Ich kann nicht bei ihr bleiben. Also bleib ich an ihrer Seite. Was? Ich kann nicht bei ihr bleiben, also... bleib also für mich an ihrer Seite. Ich habe jetzt... Das klang jetzt irgendwie so paradox, aber jetzt verstehe ich, was er meint. Gio. Immer noch besser, als wenn ich dich jetzt nicht töten kann, dann töte ich dich eben jetzt. Okay, achte nur darauf, dass du heil zurückkommst. Bermuda-Labyrinth. Wir müssen uns beeilen, Mega. Ja, endlich kann ich mich mal wieder austoben. Ja, das kannst du. Warte, Mega, sie haben dir das OP-Art abgenommen. Wir können den Stamm-Fortsetzen-Modus nicht mehr benutzen. Nein! Ja, wahrscheinlich nicht. Was nun? Weißt du... Ich denke, es wird schon gut gehen. Ich wünschte, wir hätten deine Zuversicht.
Ich kann diese Stimmen in mir drinnen immer noch hören. Diese Stimme der Serker. Das OP-Art haben wir vielleicht verloren, aber nicht aber seine Kraft. Bist du dir sicher? Wenn du recht hast, wäre das eher ein Fluch als ein Segen. Ein Fluch? Tja, wenn er mich stärkt, dann ist das ein Fluch nach meinem Geschmack. Okay. Warum fürchtest du dich? Das ist mein Fluch und ich kann damit leben. Jedenfalls müssen wir zum Bermuda-Labyrinth und zwar schleunigst. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich schlage vor, es ist jetzt wirklich am besten, wenn wir vorher noch ein bisschen besser vorbereiten. Deswegen, wie ich es dir schon angekündigt habe, das geht jetzt auch schon langsam in Richtung Finale, werden wir im nächsten Part ein paar Quests machen. Allgemein, ziemlich krass viel passiert in diesem Part. Nochmal ein bisschen Revue passieren. Wir haben gegen Hollow gekämpft, danach gegen Rogue, der ein krasses Schwert benutzt hat. Dann wurde uns das OP-Art abgenommen, Lady Vega ist in Erscheinung getreten und jetzt wird sie die ganze Welt beherrschen wollen oder zerstören. Ziemlich viel für einen Part. Naja, ich hoffe, dass euch auch dieser Part entsprechend gefallen hat und seid beim nächsten Mal auch weiterhin dabei. Und dann sage ich mal, bis dann!